Ganz global. So, ich soll jetzt hier unseren Satz, unsere, also die ständige Mitgliederversammlung vorstellen, so wie wir sie in der Satzung haben. Gleich vorweg, ich bin da jetzt kein Experte und ich versuche das jetzt mal ad hoc kurz zusammenzufassen und die wichtigsten Punkte herauszufiltern, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Also, in der Satzung steht seit 2 Wochen bei uns, dass der Landesparteitag neben der regulären Versammlung Online-Tag nach den Prinzipien von Liquid Democracy. Das bedeutet, es gibt eine ständige Mitgliederversammlung, in der ständig Positionspapiere beschlossen werden können. Wichtig dabei ist, dass Positionspapiere nur Arbeitsthesen sind, die die einfache Mehrheit, also 50% brauchen, und man die Mitgliederversammlung nicht nutzen kann für Satzungsänderungsanträge, fürs Parteiprogramm, Beitragsordnungen und Schiedsgerichtsordnungen etc. Das steht auch explizit auf meiner Satzung. Der genaue Ablauf der ständigen Mitgliederversammlung wurde durch eine extra Geschäftsordnung geregelt, damit die Satzung nicht unnötig aufgebläht wurde. Und in der Geschäftsordnung wurden dann vor 2 Wochen verschiedene Module abgestimmt, also verschiedene Möglichkeiten bei verschiedenen Punkten, wie man diese Mitgliederversammlung gestaltet. Dabei gab es zum Beispiel auch den Punkt, wie geht man um mit den Klarnamen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir eine Pseudonymisierung ermöglichen. Das heißt, jeder kann, wie auch beim Bundesliquid aktuell, ein Pseudonym bekommen, sich wählen und innerhalb des Systems pseudonymisiert auftreten. Aber wichtig zu wissen ist natürlich, dass die Clearingstelle, so heißt es im Bund, in Sachsen heißt es das Sekretariat, war nicht mein Vorschlag, das Sekretariat weiß natürlich, wer abgestimmt hat, theoretisch oder praktisch, aber wichtig ist eben, und es steht auch in dieser Geschäftsordnung, diese Abstimmungen sind nie geheim. Es geht gar nicht und das ist auch nicht unbedingt schlimm, weil wenn ihr hier sitzt und programmatische Sachen abstimmt, könnt ihr auch gefilmt werden, zumindest wenn ihr das vorher zulässt, was ja meistens der Fall ist. Also bei programmatischen Abstimmungen gehen keine geheimen Abstimmungen. Und das geht sowieso nicht in der ständigen Mitgliederversammlung. Das heißt auch, irgendwelche Personenwahlen sind da völlig ausgeschlossen. Dann gab es eben noch andere, kleinere Punkte, die wichtig sind. Wir haben uns zum Beispiel darauf geeinigt, dass wenn ein Mitglied, ein stimmrechtliches Mitglied in dieser ständigen Mitgliederversammlung 222 Tage nicht sich eingeloggt hat, ist inaktiv und sein Stimmgewicht wird ausgesetzt. Das heißt, auch eine Delegation, die es vorher weggegeben hat, an jemand anderes, ist damit ausgesetzt und hinfällig. Aber sobald es sich wieder einloggt, ist sofort wieder gültig. Dann haben wir was verabschiedet oder was geregelt in dieser Geschäftsordnung, das ich persönlich jetzt schwierig finde. Und zwar müssen für einen verbindlichen Beschluss, für ein verbindliches Positionspapier, 25% der stimmberechtigten Mitglieder generell abstimmen. Und das ist enorm viel, wenn man bedenkt, dass einem Landesparteitag, der ja auch Positionspapiere abstimmen kann, 10% genügen. Also, oder sagen wir nicht genügend, aber 10%, so viele die halt da sind, und meistens sind es um die 10%. Jedenfalls haben wir diese Zustimmungsquote von 25%, und die ist relativ hoch. Das kann ich euch zumindest als Tipp mitgeben, und wir wissen noch nicht, ob das praktikabel ist. Du hast eine Frage. Ja, trotzdem aus mit 25% der im Feedback angemeldet haben oder sowas. Erfährt, wie viel Prozent von euren Mitgliedern im Feedback angekauft haben. Daher wollte ich halt fragen, wie das praktikabel ist. Das Problem ist, diese 25% beziehen sich tatsächlich auf die stimmberechtigten Mitglieder, unabhängig davon, ob sie jetzt in diesem Liquid Feedback dabei sind oder nicht. Das ist halt die Problematik und deswegen ist es eine relativ hohe Hürde. Natürlich wünschen wir uns, dass auch so viele Liquid Feedback Accounts kriegen. Oder ich habe die Frage wahrscheinlich verstanden. Oder ich frage nochmal nach, wie gewährleistet ihr im Prinzip, dass bei der Akkreditierung eurer Mitglieder nicht die Doppelmitgliedschaft schon Doppelmitgliedschaft bekommt oder irgendwer persönlich beabstimmt? Da muss ja auch eine gewisse Authentifizierung oder Akkreditierungsprozess vorher gegeben sein, bevor ihr eure Mitglieder Zugang zu uns.
Ja, den Punkt, der ist richtig und der ist auch schwierig zu lösen, aktuell noch. Ich habe auf unserem Landesparteitag bei der Bundesgensek auch zu Gast, Sven Schumacher, mit dem ich da viel drüber geredet habe. Und er hat auch angekündigt, dass bald eine Bundeskiste, so ist das Projekt, startet, bei dem man die Menschen real akkreditieren muss, soll, damit das Problem der Sockenpuppen ausgehebelt werden kann. Ihr müsst, also das ist ja klar, auch heute schon kann es Sockenpuppen geben, Leute, die unter falschen Namen nochmal eine Mitgliedschaft und nochmal eine Mitgliedschaft und nochmal eine Mitgliedschaft holen, dafür ein bisschen Feedback die bekommen. Und das ist ein tatsächliches Problem. Aber ich gehe davon aus, dass diese Bundeskiste 2013 startet und hoffe, dass es dann nach und nach damit auch zu verbindlicheren Beschlüssen bei dem Feedback bei der Stellengebietversammlung kommen kann. Ja? Wenn du sagst, ihr habt schon eine GO verabschiedet, heißt das, das Ding ist schon in Kraft quasi? Also man kann schon quasi das in die Feedback nutzen oder ist das noch, muss da noch was umgebaut werden? Wir haben beschlossen auf dem Landesparteitag, dass es am 01.01.2013 in Kraft tritt für ein Jahr und bis zum 31.12. Und wenn der Landesparteitag es nicht verlängert, läuft es außer ein Jahr. Außer der Landesparteitag wird verlängert. Ich habe jetzt gerade ins Wiki geguckt, ich weiß nicht, ob die Zahlen aktuell sind. Dort steht drin, Sachsen hat 36% Zahlerquote. 36% der Mitglieder sind stimmberechtigt. Das ist nicht mehr die aktuelle Zahl. Es ist nämlich so, dass durch den Vorstandswechsel, der stattgefunden hat, wurde auch entdeckt, dass dass quasi Mitgliedsbeiträge, Zahlen Mitglieder nicht markiert wurden als solche. Das heißt, wir haben, sage ich mal, auf jeden Fall über 50% Zahlerquote. Das ist natürlich auch gerade beim Bundesschnitt, aber immerhin. Ich hatte schon richtig verstanden, dass ihr gesagt habt, 25% der Mitglieder oder 25% der stimmberechtigten Mitglieder müssen zustimmen? Der stimmberechtigten. Wie wollt ihr, also gut, du hast jetzt gesagt, die Bundesliste, die ist ja im Moment noch am Laufen, wie wollt ihr gewährleisten? Also die Frage, die ich jetzt habe, ist, werdet ihr dann zum 31.12. sämtliche Zugänge sperren, weil ihr im Moment sicher nicht noch Feedback-Zugänge habt für Leute, die gar nicht gefragt haben? Ja, soweit ich weiß, wird es wirklich so sein, dass komplett neu, also es werden neue Fees verschickt und eben am Stichtag dann, wer da gezahlt hat. Das heißt, es ist auch nochmal eine Motivation, gleich für 2013 seine Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Genau. Noch ein letzter Punkt, den ich noch sagen möchte, dann bin ich eigentlich auch schon fertig, weil ihr könnt das selber auch mal durchlesen, wenn ihr wollt. Ich werde euch jetzt den Link nicht hier vorbuchstabieren, aber auf unserer Wiki-Seite unter Sachsen gibt es vielleicht eine linkständige Mitgliederversammlung. Da steht dann Satzung, Geschäftsordnungstexte, die ich hier auch herausgesucht habe. Der letzte Punkt, was auch vielleicht wichtig ist, ist, dass die Delegationen, wie ist es genau geregelt? Genau, die Delegation tritt außer Kraft nach Ablauf von 3 Monaten, wenn sie zuvor nicht bestätigt wurde. Das ist auch noch so eine Geschichte, die, naja, nicht unbedingt optimal ist in meinen Augen, weil wenn man eben 3 Monate, also man muss quasi aktiv jede Delegation bestätigen, sonst tritt sie immer wieder von selber außer Kraft nach 3 Monaten. Und 3 Monate ist halt so eine Zeit, die ist wahrscheinlich vergangen, vor allem wenn man sich anguckt, was wir für Fristen für die Anträge genommen haben. Wir haben durch die Bundesfrist übernommen, das heißt, neue, Phase 9, 15 Tage, Phase Diskussion 30 Tage, eingefroren 15 Tage, Abstimmung 15 Tage, sind wir zusammen bei 75 Tagen, 3 Monate sind 90 Tage ungefähr, das heißt, man kann auch wieder bessern, aber immerhin haben wir schon beschlossen und jetzt muss halt nächstes Jahr der Praxistest zeigen, ob es sinnvoll ist, mit der Zustimmung zu erhöhen und gucken wir mal. Ganz kurz unterbrechen, und zwar die Aussage, der Baumarkt ist jetzt noch 5 Minuten lang da, wer jetzt noch was haben möchte, würde das jetzt kaufen, sonst ist einfach nicht mehr. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch noch mal vorkommen, aber ich will es ja auch nicht aufhalten, beziehungsweise, geht es ja noch trotzdem.